Hier schauen wir uns an die Wechselwirkung zwischen vielen Magnetnadeln, die in einem Plastikgehäuse, in einem Gitter angeordnet sind, und einem äußeren Magnetfeld, hier hervorgerufen durch einen Stabmagnet. Es kommt zu einer Ausrichtung der Magnetnadeln und es bilden sich Strukturen oder Formen aus. Das äußere Magnetfeld des Stabmagnetes hat einen starken Einfluss auf die Ausrichtung. Wird ein anderer Magnet verwendet, hier ein Hufeisenmagnet und damit eine andere Form oder Verteilung des Magnetfeldes, gibt es eine andere Ausrichtung der Magnetnadeln. Durch Schütteln als Modell für Wärme wird Unordnung in das System hereingebracht. Das Ganze kann als einfaches Modell für das magnetische Verhalten von Materie verstanden werden. Hintergründe und Erklärungen in dem Kapitel 25 der Vorlesung Einführung in den Elektromagnetismus.